Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause auch und hier bei uns in der Meulesmühle. Auch ein herzliches Grüß Gott an unsere Herren von Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Heute Abend haben wir wieder... Sag mal, Spänchen, du. Du, davor wird mein Wein nicht besser. Aber meine Muskulatur. Und dann gehst du in den Sportverein. Da bin ich, ja. Hä? Aua. Also komm, Albin, sag, was geht. Ja, mein lieber Karle, vielleicht solltest du irgendwann einmal akzeptieren, dass ich nicht mehr der Albin bin. Ja, ist ja gut, ist ja schon recht. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da drauf wehen, gell? Solltest du aber. Das wäre, weil der Ludwig, der ich, seit ich in Ludwigsburg auf dem Selbstfindungsseminar war, der will mit dem Albin, mit dem Säckel, nichts mehr zu tun haben. Ja, so, aber weißt du, deswegen musst du die Hände nicht meinen Wein durcheinander bringen, gell? Weißt, wenn du dich körperlich hinterm Tresen betätigen willst, dann suchst du eine Stelle als Barmixer. Für dich wäre vielleicht auch mal ganz gut, du tätest dich ein bisschen körperlich betätigen. Unser Bewegungskursleiter hat nämlich gesagt, dass man zu einem vernünftigen Menschen, da gehört Bewegung und somit ein freier Geist. Deshalb mache ich ja Eurythmie. Eurythmie. Ah. Ach so, das sind doch die, die nicht schreiben, aber dafür hervorragend ihren Namen tanzen können. Karle, Eurythmie, das ist meditatives Tanzen. Und unser Kursleiter hat gesagt, wir sollen auch außerhalb unserer Stunden uns immer rhythmisch bewegen. Verstehe, rhythmisch. Also erstens braucht man für Eurythmie, soweit ich weiß, Strumpfhose. Und in denen darfst du meiner Tag nie in meine Wirtschaft reinkommen. Okay. Zweitens ist es völlig ausreichend, wenn du deinen Geist in Schwingung bringst. Nicht? Also lass die Griffel von meiner Weihflasche. Aber unser Kursleiter, der hat aber gesagt, dass wir bei jeder Gelegenheit die Kurzschrift der Gefühle üben sollen. Aber nicht in meiner Wirtschaft! Schreib ich dich an! Ist ja schon gut. Pass auf. Ludwig. Ludwig, du kannst dich sofort sportlich betätigen. Indem du jetzt nämlich deine Vorhangkurbel in die Hand nimmst und diesen Vorhang aufkurbelst. Für zwei bezaubernde Damen. Bei uns auf der Bühne die Marlies Blume und das Fräulein Müller. Vorhang auf! Ah, danke! Als Kavalier mache ich das gern. Dann ist immer das letzte Mal was. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Fräulein Müller und bitte begrüßen Sie mit mir die unglaubliche, einzigartige Marlies Blume. Jetzt bin ich da, a jeder staunt, was ich alles hab. Ich bring alles fertig und na, aber euch fällt mir noch, das ist ein Mo. Ja, es hat halt noch nicht geklappt, mega, aber ich mein, deswegen bin ich ja jetzt auch heute hier in der Meulesmühle und sag: Hallo, wie geht's auch so? Weil, wisst ihr, also am liebsten, am allerliebsten hätte ich halt einfach doch einen Schwab. Ja, weil, wisst ihr, warum denn in die Ferne schweifen, wo das Gute sitzt so nah? Und dabei wollen sie uns Schwaben ja immer neischwätzen, wir täten um unser Leben gern brudeln. Sie, und da muss ich jetzt einfach mal klipp und klar sagen, das stimmt fein so. Schon. Und, ja. Und, wisst ihr, wir Schwaben, wir sind halt auch regelrecht zwungen zum Brudeln. Weil das Brudeln ist quasi der harmonische Ausgleich,
weil mir sonst beim Schwätzen nämlich dermaßen hocherotrisch durch die Nase blaset. Sie, das täte mir ohne Brudel gar nicht mehr verschaffen. Die Franzosen machen das erotrisch Nasenblasen auch, aber längst nicht so intensiv wie mir. Allein bei dem kleinen Wörtle unangenehm. Sie, da hat zwar schon mal drei Nasenblas-Variationen drin. Und wenn ich mich da jetzt als Schwab so richtig neileg. Oh. Oh. Nee. Oh, sie, da bebt der ganz Kalle. Da bin ich quasi ein daueraktiver Vulkan der Leidenschaft. Da bin ich Malis Blume. Modern, erotisch, provokativ, mit einem Touch of Glamour. Ja. Ja. Gell? Da ruckelt sie sich gleich mal anders auf ihre Stiele zurecht. Also, ich zeige Ihnen noch was. Ich nehme jetzt mal Sie. Sie dürfen gerne mal austrinken. Wie heißen Sie? Horst. Horst. Du bist ein Reichschmeckter, gell? Sonst steht Horst heißen und nicht Horst. Darf ich Horst sagen? Horst. Horst. Jetzt bitte nicht weggucken. Jetzt kommt mein hocherotrischer, schwäbischer Nasenblasflirt. Horst, bist du bereit? Ich komm. Horst, ich seh schon, wir machen halt sofort Stufe 2. Da lauft sie, wenn man selber ganz kalt und buckeln lacht. Horst! Jetzt sag mal ganz ehrlich, macht das jetzt nichts mit dir, wenn ich mich dermaßen ekstatisch da Hanna vor dir gebärt? Horst, da bist du der Erste! Wahrscheinlich liegt es daran, dass er reingeschmeckt ist. Horst, bei den Schwaben. Bei den Schwaben habe ich beobachtet, ich glaube, das macht denen Angst. Zu animalisch. Aber dann habe ich auch beobachtet, bei manchen Schwaben, ich sag's Ihnen, wenn ich da nicht mit so einem Kaliber mal fahre, war ich gar nicht registriert. Manche Schwaben, sie, die Viecher sich dermaßen in ihr Geschaffe rein, da gibt's halt wirklich bloß noch Schaffe, Heißle, Bauer, aber halt nicht nach der Malis schauen. Und dann? Na kommt halt auch noch unser Lieblings-Wie-Wort dazu. Geschwind. Ich tu noch geschwind, ich sollte noch geschwind, ich muss noch geschwind. Und das Allerschönste ist, tätsch mir geschwind. Geschwind. Wieder wenn sie, da sag ich bloß alles dazu. Nur nicht hudler, lehn dich zurück. Schaffet euch schon genug im Leben für umsonst gibt's halt das Glück. Man muss ihm bloß eine Chance geben. Schaffe, Heißle, Bauer, ist der Schwabe liebster Spruch. Doch manche übertreiben's auch noch, wird die Tugend gar zum Fluch. Bei allem Schaffe, Wörtler, Wula, Wusler, Wuschler oder Grubler, sollt man ja dazwischen nein, nicht vergessen, auch zum Grube. Das Leben ist keine Autobahn zwischen Wiege und am Grab. Jetzt park halt auch mal in der Sonne und horch, was ich dir sag. Nun nicht hudeln, lehn dich zurück. Schaffet euch schon genug im Leben. Für umsonst gibt's halt das Glück. Man muss ihm bloß eine Chance geben. Man muss ihm bloß eine Chance geben.
langsam läuft ein schönes Gemmer. So, denk schön, Haus, vielen herzlichen Dank. Bitte kommen doch. Kommen doch. Bitte schön. Dankeschön. Ich habe euch schon eine Kleinigkeit zum Trinken angestellt. Ist doch richtig ein Rosé. Ein Rosé, auf jeden Fall. Passend zum Karle, was balzest du denn so, du alter Gockel? Hä? Ich balze überhaupt nicht, ich bin nur freundlich. Ja, ich tät auch gern mit euch anstoßen, aber ich kriege da Hand gar nichts. Sag nur mal, wir hätten es vorher von der rhythmischen Bewegung kennt. Ja, machen die auch Eurythmie? Nein. Ach, nee, machen die keinen Sport oder kein. Nur mit den Händen trainiere ich täglich. Du machst mit den Händen? Okay. Das ist mir egal, Leute. Guck mal, was fragst du die Mädchen für den Kust? Das kannst du nicht machen. Heutzutage, da treiben ja die Frauen Sport wie die Männer. Früher, da haben die Reifenschwingen gemacht, weißt, und Keilenwürfen und Fiesbaden. Ja. Aber heutzutage, da fahren die Ski wie die Sau, hauen sich Knochen auf dem Fußballplatz blau und steigen sogar in den Boxring. Ja, mir gefällt das. Also, ich weiß auch nicht, du, was ist bloß los? Das musst du doch mich nicht fragen. Stumpfes, ihr jetziger Titel, der heißt, was ist bloß los? Aha. Das mit dem Schlanksein, es ist scheins vorbei. Die Hess hat wohl lauter Schokolädler, wenn wir Turner hin, wenn wir frei. Was ist bloß los mit dem Buben? Statt am Mofa am Vater seid smart. Mit Kost und Loschi bei der Mutter sagt nur einer, das Leben ist hart. Was ist bloß los mit den Alten? Selbst mit 80, da sind wir noch fit. Da sieht man bei Karol auf Walde, bis auf einer hier hinter im Schritt. Vielleicht solltest du auch mal so ein Musikinstrument spielen. Das ist ganz schön anstrengend. Das ist fast schon eine sportliche Betätigung. Guck mal, wie schlank die sind. Man sagt ja, Sport verbindet. Gell? Das kann jeden so in jeder Fußballrenn fragen. Ja, deshalb mache ich ja auch meinen Sport ganz ohne Beifall und Publikum, meine Eurythmie. Ja, ja. Das wird auch gut sein. Also wenn ich mir dich in einem Strumpfhösle bei meditativen Tänzen sehen, also ich muss doch so sagen, das ist ja kein Sport, das ist ja Lachnummer. Gell? Wenn ich mir dich in einem Trainingsanzügle vorstelle, also da sage ich auch nur, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Das sage ich dir doch. Du
Du hast ja keine Ahnung. Ich weiche seit Jahren immer das Gleiche. Weil die Summe aus Schönheit und Intelligenz ist eine Konstante, mein Lieber. Ne? Aber lassen wir das. Einen Spitzensportler. Einen Spitzensportler des Humors. Den haben wir jetzt bei uns auf der Bühne. Nämlich der Bernd Kohlhepp als Herr Hämmerle. Ach ja, Moment, da muss ich ganz schnell kurbeln. Mein Freund, Herr Hämmerle. Leute, bitte, bitte, reiset euch zusammen, ihr steigert euch da in was rein. Ich hab mein Leben komplett umgestellt, meine Ernährungsgewohnheiten umgestellt. Ich esse jetzt im Wohnzimmer. Ich habe mal aufgeräumt, das Arzneischränkel war brechend voll. Da hätte ich die Hälfte mal weggessen. Seine letzte Woche vermutlich aber ein Zäpfelfrisch, seitdem mache ich ein bisschen langsamer. Auch im Keller mal aufgeräumt, alles einmal sortiert, den ganzen Gruscht einteilt in Gruscht, Klump und Zeug. Mehr Sport machen, mein Motto ist ja auch mehr Sport machen. Ich muss sagen, schlecht bin ich nicht. Ich muss sagen, schlecht war ich wirklich nicht. Also, wenn ich 1000 Meter laufe, also wenn, dann unter 3 Minuten. Ah ja, dann mache ich nicht lang rum. Wenn ich 1000 Meter laufe, dann unter 3 Minuten. Und wenn ich 3 Minuten gelaufen bin und ich bin noch nicht am Ziel, mein Gott, dann höre ich halt früher. Sport ist für jeden. Für jeden wichtig. Für jeden ist Sport wichtig. Man kennt ja noch die Helden des Sport. Ich denke zum Beispiel, kennt ihr noch Bernd Cannenberg? Bernd Cannenberg, ja. Goldmedaille 72 in München. Ja, du hättest Alter, ja, du weißt es. Und man hat gesehen, dieser Mann, der leidet. Man hat gesehen, dieser Mann hat bloß einen einzigen Gedanken. Oh, warum habe ich bloß die falschen Schuhe angezogen? Oder Michael Groß, der menschliche Albatros, kennt ihr ihn noch? Leute, ein Superschwimmer, der hat so lange Arm gehabt, der hat sich beim Bodenwisch nicht einmal picken müssen. Oder Hans-Dieter Schlotterbeck, ist noch ein Begriff, Hans-Dieter Schlotterbeck, genannter Dampfer. Leute, 3. Platz Kreismeisterschaft in Nürtingen im Schwimmen. Eine sagenhafte Leistung, wenn der nicht ins Ziel gekommen wäre, wäre ja ich 3. geworden. Da war ja bloß so 4. damals. Aber ich habe mir bei der letzten Wende habe ich mich völlig am Beckenrand verfranst. Ja. Man sieht halt auch, die Helden des Sports, sie werden gern vergessen, weil also Sport geht nicht so tief rein wie Musik. Musik geht, das merkst, das hörst, das geht wesentlich tiefer rein. Ich merke es von mir selber. Ich kann ja oft nachts nicht schlafen. Und dann spiele ich ein bisschen für mich selber Tuba. Und ihr glaubt nicht, wie die Menschen in der Nachbarschaft davon berührt sind. Was ich da emotional auslösen kann. Nicht, die sind ja völlig aus dem Häuschen. Die treffen sich auf der Straße im Morgen mal im Pyjama und schreien, wer spielt da die ganze Nacht? So tief geht es nicht. Ich sag nie, dass es ich bin. Ich denke immer, Freude spenden, aber anonym bleiben. Wie gesagt, mein Leben, es ist völlig auf den Kopf gestellt worden. Gut, es hat natürlich auch Gründe. Mein Arzt sagt, ich soll abnehmen. Und er sagt, warum? Es ruft doch sowieso keiner an. Nein, er hat gesagt, ich soll versuchen, mein Gewicht zu reduzieren. Darum habe ich jetzt meine Personenwaage immer mit dabei. Nicht, dass in meiner Abwesenheit einer am Rädle dreht. Ich muss sagen, diese Personenwaage hat mir gute Dienste getan, lange gute Dienste getan. Dann ist sie allerdings frech geworden. Ich habe sie aus dem Badezimmer raus, nicht, dass sie noch den Spiegel ansteckt. Man muss sagen, ein Mann im fortschreitenden Alter braucht eigentlich keine Personenwaage mehr. Nein, ein Mann im fortschreitenden Alter in der Höhe seiner Kraft braucht keine Personenwaage mehr, weil wenn er da drauf steht. Er kann die Zahlen sowieso nicht mehr gescheit lesen. Weil ja das Augenlicht schwächer wird. Gut, es hat seine Vorteile. Seitdem gefällt mir meine Frau wieder besser. Man muss sagen, wenn dieser Abend eine Botschaft hat, dann ist es die, nehmt die Ergebnisse einer Waage nicht zu ernst. Ob ein Gerät exakte Ergebnisse abliefert, das wo schon Waage heißt.
Ihr dürft nie vergessen, du tappst drauf, dann vor Gott seid ihr, dann kommt das Ergebnis. Du tappst drauf, es vor Gott seid ihr, dann kommt das Ergebnis. Kannst du sagen, du hast schon lange abgenommen. Und die kriegt das gar nicht mit. Gut, sicher, manchmal musst ich wiegen, das ist ganz klar, weil du musst ja gucken, in welchem Verhältnis steht das gefühlte Gewicht zum physikalischen Gewicht, in der Regel 1:2. Es gibt natürlich auch zwei Wiegetechniken. Es gibt eine Wiegetechnik, da legst du die Personenwaage auf den Boden, tappst selber drauf. Das ist relativ ungefährlich, wenn du dich oben halten kannst. Und das Beste ist, wenn du auch gleich die Größe noch mischst, weil da bist du beim Body Mass Index besser dran. Die andere Version ist, du legst auf den Boden, du hast die Füße auf und legst die Personenwaage drauf. Dann bist du gewichtsmäßig leichter, aber auch gefährder, weil wenn es dann runterfällt, hast du so einen Bauch am Grind. Viele Wagen, auf vielen Wagen steht allerdings drauf Teilabschnitte. Teilabschnitte. Das heißt, du musst dich gar nicht auf einmal wiegen. Man darf auch stückeln. Und das sind interessante Ergebnisse. Ich muss sagen, da habe ich schon sehr, sehr interessante Ergebnisse gehabt. Ich lege die Waage auf den Boden und versuche sie einfach ein bisschen an mich zu gewöhnen. Da aber mal ein bisschen drauf. Einfach damit sie die Scheu auch verliert. Und dann bereite ich sie darauf vor, sage, pass auf. Also, wenn sie einen Schock kriegt, schlägt sie aus. Dann nimmt sie erst viel, dann zu wenig, dann zu viel, dann zu wenig, nimmt sie den Mittelwert, kann ja nicht stimmen. Das heißt, du bist auch darauf angewiesen, dass die Waage auch dich annimmt. Das heißt, ein Fuß drauf, zack, patsch, was hat er? 20 Kilo. 20 Kilo, das ist nicht viel, das ist nicht viel. Das habe ich letztes Mal gehört, da war ich 8 Jahre alt. Wenn ich bloß einen Fuß wäre, hätte ich sogar Untergewicht. Gut, aber der Rest muss natürlich auch, damit es korrekt ist, noch auch noch drauf. Zack, patsch, der andere. 19,7, schon abgenommen. Gut, in der Socke ist aber auch ein Loch. Das heißt, wir runden auf, 20 und 20 sind 40. Ja gut, natürlich musst natürlich dir selber gegenüber ehrlich sein. Du bist nicht bloß zwei Füße, sondern du hast auch noch den Rest. Nicht dann. Jetzt schmeichelt sie. Nein, das kann ja nicht sein. Das ist ja ein Ding, das wäre das Schwerste. Aber da sieht man mal, was es bringt, wenn man Bohne isst. Nicht? Also, das heißt, das sind 20 und 20 und sagt der Rest, was hat er? Nochmal 20? Das sind 60 Kilo. Leute, was so kompakt vor euch steht, sind lediglich 60 Kilo. Der Rest ist Zugabe. Man darf es in dieser Deutlichkeit sagen, man kann nicht für sein Gewicht. Für sein Gewicht kannst du nichts. Das hat ja viel auch mit den Eltern zum tun, also mit Ernährung, mit der Genealogie, mit den Ahnen. Ich zum Beispiel habe eine sehr schwere Kindheit gehabt. Während meine Mutter eine hochsensible Person ist. Meine Mutter hat genau gespürt, was ein junger Mann braucht, wenn er ins kritische Alter kommt. Der Mann kommt ja in ein kritisches Alter, so zwischen 17 und 70. Wegen der Hormone, also Testarossa, das ganze Zeug. Und ab 70 gibt es die rechte Ausschüttung und das ist auch noch mal schwer, nicht? Meine Mutter hat genau gespürt, was ich brauchte, wie ich ins kritische Alter komme. Dann ist sie einfach ausgezogen. Ich habe das erst gar nicht mitgekriegt, aber der Kühlschrank war irgendwann leer. Ich denke, vermutlich ist Mutter nicht mehr da. Sie ist ja noch in ein Mehrfamilienhaus gezogen, nach Hedelfingen, das habe ich später rausgekriegt. In ein Mehrfamilienhaus nach Hedelfingen. Und ich muss sagen, jetzt haben wir ein gutes Verhältnis. Ich fahre oft noch so Mehrfamilienhaus mit so einer Sprechanlage und dann klingel ich und dann spätzen wir miteinander. Hey, das kostet doch nichts. Ich muss sagen, meine Mutter hat eine ganz besondere Bedeutung gerade jetzt im Alter bekommen, weil sie sieht mir jetzt immer ähnlicher. Das heißt, ich kann ihren Führerschein mitbenutzen. Und wenn du da bist am Schirm, liebe Mutter, dann möchte ich das Muttertagsgedicht noch einmal nachholen. Weil ich bin nicht sicher, ob du da warst. Wo kann man sonst noch so futtern? Wo wird sonst die Wäsche so rein? Wie zu Hause bei Frau Mutter, nie möcht ich woanders sein.
Du kaufst mir Socken, machst Polunder, kaufst mir Hosen aus Flanell. Dein Sauerbraten ist ein Wunder, den gibt's zur Feier heute, gell? Oh, du Mutter, liebe Gute, wenn du dereinst nicht mehr bist, dann werb ich halt um Nachbars Ute, die auch schon über 60 ist. Mein lieber Bernd. So, jetzt etwas zum Trinken. Du, Karli, wenn ich dich da so sehe, du, da fällt mir eine Sportart für dich ein. Ja? Einarmiges Reisen in der Halbliterklasse. Das darf nicht einmal ich sagen. Lass mir doch du mal in Ruhe. Das geht gerade nur. Bernd, hast du verschnauft? Ich warte. Wie ist das mit deiner Mutter gewesen? Also jetzt deine wahrhaftige. Ich möchte an dieser Stelle einmal eine Lanze für meine Mutter brechen. Genau. Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn sie sich nicht zur Verfügung gestellt hätte. Ich möchte an dieser Stelle meiner Mutter ganz, ganz herzlich danken. Bernd, es war jetzt richtig schön. Ja. War richtig rührend. Also, dann Prosit auf deine Mutter. Ja. Auf meine Mutter. Auf deine Mutter. Weil es ist halt die einzige, wo ich kann. Und, und ich denke, da kommt keine nach. Nein. Wir trinken auf unsere einzigen Mütter. Mütter, die vielen Mütter. Hm. Ja, meine Damen und Herren, schon sind wir wieder am Ende von unserer Sendung angelangt. Ja, halt mal, da fällt doch mein Schlussversle. Doch, das muss doch nicht jedes Mal sein. Doch, wo sonst, wenn ich hier soll, ich meine geistigen Ergüsse loswerden. Ja, also, aber mach's kurz. Moment, ich muss das ja mal noch rausholen zum Thema Sport. Zum Stabhochspringen taugt er nicht. Der Stab wird fatzen bei dem Gewicht. Auch Turnen wäre nicht sein Ding, wie Mehlsack an den Ringen hing er, der schon leerte manch ein Fasse beim Reisen der Halbliterklasse. Er wäre jedoch ein ganz famoser, strumpfhosloser Kugelstoßer. Trotz Sport bleibt Karle immer rund. Leg mich am Arsch. Und bleibe gesund. Gibt's auch ja leider. Sparta so heilung. Römer ist ein Drum. Kreis in den Drum. Sog ja wieder weiter. Der Paul der Gott spielen. Albus sei spielen. Jetzt zusammen greifen. Für die Rechte frei. In der Heule spielen.